Ein herzliches Heia zu unserem Podcast «Funkcheck vom Halle». Bevor es gleich ganz losgeht, treffe ich mich jetzt auf ein Derby mit unserem Podcastmaster, eben am Halle. Viel Vergnügen! Oh, der Training hier. Oh. Go geht's so. Wann bist du das letzte Mal hier gewesen? Das ist lang her, als ich hier auf dem Bänkli war. Ja, dann kommen wir hier ab. Ich habe 8 Jahre. Nehmen wir mal. Ach, Ocker, mal auf die Bank. Hä? Sehr gut. Wie manchmal bist du hier gehockt? Hier viel, aber ich glaube, es hinten. Bei Taverne bin ich mehr gehockt. Ich bin hier gross geworden. Und hier, Halle. Ich habe nicht mehr so viel erlebt. Also meiner. Wie kommt es, dass du hier nicht im Zuspiel bist? Oder bist du bei den Senioren? Weil die Liga, das wäre ja genau das Ding. Ich habe mir gesehen, ich tue nach der ersten Liga nicht hören und tue nicht mehr in der zweiten Liga oder so die Lizenz los. Ich habe noch ein paar Jahre mit ihnen trainiert. Aber spielen, ich habe einfach gesehen, dass jetzt ist fertig. Kein Unfall, keine Verletzung gehabt. Das wollte ich nicht mehr. Wollen. Der Hürge ist jetzt ein bisschen pumpen. Ja, auch nicht. Oder durch sie. Ja, macht sie den Arsch. Nein, nicht so etwas. Und auch nicht. Wie manchmal bist du denn gehockt? Auf der Strafbank. Schon beim Bankcheck gewesen. Also hat es schon manchmal gegeben, dass ich auf der Bank war. Aber viel wegen meiner Grösse. Guck. Da bin ich mit einem Kleinen, bin ich mit mir Schultern auf Kopfhöhe gewesen. Und das ist mir manchmal ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ja. Aber nein, es war ein angenehmer Gegnerspieler gewesen. Was war die grösste Strafe, die du passiert hast? Das war zu Wörnern gegen EHC Worb. Da habe ich einen. Heute würden wir wahrscheinlich losstellen, einen Blindside-Hit. Voll mit mir Schultern immer Kopf. Und da hatte ich hier noch Blut dran und da hatte ich eine Matchstrafe gehabt. Hat man im Nachhinein noch gelernt, hier ja, verteilen. Aber zu Recht, oder? Ja. Dabei hast du jetzt gesehen, dass ich eigentlich angenehm war. Ja, manchmal hat man auch Aussetzer. Du warst halt jung gewesen, ja. Ich war jung gewesen, wild, ja. Ja, du gibst gerade das Stichwort wild. Jetzt lässt du da neu zum wilden Podcast, zum Bankcheck vom Karl. Wie checkst du deiner Gäste? Ja. Ich möchte so ein bisschen querbeet. Sei es mal einer, der etwas im Hockey versteht. Sei es mal einer, der ein Newcomer ist, der nicht viel weiß über das Hockey. Ich freue mich drauf. Das wird sicher eine spannende Sache. Ich bin auch gespannt, wie das rauskommt. Podcast ist ganz etwas Neues. Ja, du bist ja quasi vom Hockey-Zeitungsredaktionsleiter zum Podcast-Master-Upgrade. Ja. Wie kommt's? Das ist naheliegend. Ich habe Anfragen bekommen von dir. Und dir sagen ich nie nein. Dir sagen ich nie nein. Aber nein, es ist eine gute Sache. Und wir sind gespannt. 11.11. geht's los. Ich freue mich auch. Ich bin vor allem froh, dass du dich Telekom hast. Ja, nein. Aber du hast mir auch die Steine vorlassen, wenn wir ehrlich. Schon? Ja, natürlich. Wenn? Ich denke, du bist schriftlich auf Podcast schon. Ah, ja. Ja. Mit dem Chair, aus dem Profi Genau, das war vielleicht die Initialzündung. Hast du das Podcast ein Vorbild? Oder probierst du etwas anderes? Nein, ich musste mich wirklich ein bisschen in die neue Materie reinhören und schauen. Sigfara Gieser habe ich jetzt ein paar Mal gelost. Die sind gut, aber es lebt einfach vor Ungezwungenheit. Also irgendwie etwas ablesen oder das kommt nicht gut. Stefanie, ich muss ungezwungen. Ja, natürlich. Ist das der Schlusspfiff gewesen? Das ist schon der Schlusspfiff. Aber ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir zum Schlusspfiff kommen. Und zwar machen wir noch ein entweder oder Goalie oder Feldspieler. Gegen Feldspieler. Loserhobel oder Butcherclub? Kessiste. Lonner oder Strubel? Strubel. Winter oder Sommer? Alles. Schlägeli oder Dorfplatz? Schlägeli. Nötig oder nicht? Kreditkarte. Corona, Genau. Und zum Schluss noch SCB oder SCL? SCB. Mein Herz lädt für SCB. Ja. Hopp, Miro zu reichen. Genau. Los, Robert, Bücher, Robert, Messi, Steh. Bis am 11.11. beim Bankcheck von Halle.